Mein Name ist Sonja Kobmann, bin die Geschäftsführerin der BEMA GmbH Maschinenfabrik. Unsere Firma stellt Anbaukehrmaschinen und Schneeräumschilder her. Zum 75-jährigen Jubiläum planen wir ganz viele Aktionen. Wir möchten unseren Kunden, die uns jahrelang Inspiration und Anregung gegeben haben, was zurückgeben. Und das möchten wir im sozialen und zukunftsträchtigen Bereich machen. Sie sind hier auf dem Gelände unseres Tierheims, weil wir diesen Außenbereich für die Welpenzimmer gestalten. Die Firma BEMA unterstützt uns dahingehend heute, dass wir den Außenbereich der Welpenzimmer gestalten. Also sprich, es wird ein Erfahrungsfeld gemacht für unsere zukünftigen Welpen, wo sie verschiedene Bodenarten kennenlernen, wo sie Tunnel haben, also einfach einen Spielraum, wo sie sehr schön die Außenbereiche kennenlernen. Ich fuhr vorbei hier am Tier mit Feucht und habe mir gedacht, jetzt guckst du mal rein und bietest deine Hilfe an, ob BEMA das Tier am Feucht unterstützen kann. Und dann hat mir die Frau Lang die neuen Welpengehege oder Gebäude gezeigt. Und dann dachten wir könnten im Garten ein bisschen was umgestalten und haben uns unterhalten. Und dann hat BEMA Handwerker organisiert, zwei Gartenbauer sieht man im Hintergrund. Und die unterstützen das halt tatkräftig. Für die Welpen ist ganz wichtig, wenn die zu uns kommen, sitzen die erst einmal wochenlang in der Quarantäne und kennen Fliesen, Wolle, also Decken, Körbchen und sonst nichts. Und dann müssen die raus und haben das erste Mal Pflaster unter die Füße oder Wiese. Und das wollen wir ihnen vorher schon beibringen, weil die Prägephase ganz schnell vorbeigeht, dass sie wissen, es gibt Steine, es gibt Wiese, es gibt Sand, es gibt Erde, dass die einfach schon gut vorbereitet ins Leben gehen. Wir machen einen Tunnel zum Verstecken. Es wird über den Tunnel ein Rollrasen gelegt. Es wird Rasen richtig angezählt, dann, wenn alles fertig ist. Und wir machen Steine drumherum, damit die Welpen nicht ausbrechen können, weil die haben viel Langeweile und buddeln sich dann durch. Tierheim Feucht, das ganze Team, die Mitglieder, unsere Gönner, möchten sich ganz, ganz herzlich Ihnen bei BEMA bedanken, dass Sie uns so tatkräftig unterstützen. Jede Unterstützung kommt den Tieren hundertprozentig zugute. Danke. Wir wollen Sauberkeit zurückgeben. Freuen Sie sich auf die nächsten Aktionen von BEMA.